Gold Rogers Sohn hat überlebt. Das sorgte für große Angst in der Weltregierung und sie mussten unbedingt Ace hinrichten, weil ansonsten würde die drei Machtprobleme bekommen, die Welt würde aus dem Gleichgewicht geholt werden und Ace würde das Ziel des Piratenkönigs ansteuern, auch wenn es zum damaligen Zeitpunkt so aussah, als würde er versuchen, Whitebeard dazu zu verhelfen, der Piratenkönig zu werden, wusste man, dass Whitebeard in Wirklichkeit versucht hat, Ace zum Piratenkönig zu machen. Denn im Flashback von Kozuki Oden sehen wir, dass Roger selbst sagt, dass sein Sohn die Person sein wird, auf die Joyboy wartet. Das hat er natürlich auch Whitebeard mitgeteilt, deshalb war Whitebeard sicher, dass wenn er Ace dazu verhilft, Piratenkönig zu werden, dass er dann die Welt verändert. Das Herz der Karten war aber leider nicht auf Joyboys Seite oder besser gesagt auf der Seite von Whitebeard, so wurde Ace gefangen genommen und sollte hingerichtet werden. Bei solch einer immens wichtigen Hinrichtung tauchten die Whitebeard-Piraten auf, um sich gegen die Marine zu stellen und um Ace zu befreien. Doch eine Person traut sich zu sagen, ich will sehen, wie groß der Abstand zwischen mir und dem stärksten Mann der Welt ist. Dabei schaut jeder zu, wie er einen Schwerthieb ausführt, der die Erde zum Beben bringt. Yotsu, der dritte Kommandant von Whitebeard, schafft es, diese Attacke abzuwehren, doch obwohl dieser sich mit Diamant umhüllen kann, dank seiner Glitzerfrucht, schien dies nicht so einfach zu gehen. Die Rede ist vom besten Schwertkämpfer der One Piece Welt, Mihawk Falkenauge. Heute werden wir uns seine Rivalität mit Shanks mal genauer anschauen, schauen, ob es eventuell einen Gleichstand damals gab oder ob Mihawk stärker ist. Zudem werden wir schauen, wann sich die beiden überhaupt getroffen haben und wer Mihawks Eltern sein könnten. Falls ihr nichts mehr zu One Piece verpassen wollt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, sonst gehört ihr zu den 84%, die nicht abonniert haben, aber die Videos trotzdem genießen. Ändert dies mit einem Klick, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Beim schicksalhaften Treffen zwischen Goldie, Roger und Rayleigh sahen wir, dass Rayleigh in einem kleinen Schiff gelebt hat, weil sein Haus abgebrannt wurde. Den Grund dafür haben wir bisher noch nicht erfahren. Er trägt den Namen der Dunkle König und wir wissen auch nicht, ob er diesen Namen erst bekommen hat, nachdem Roger gestorben ist. Denn es wäre eine Erklärung, wenn man ihn dann Dunkler König nennt, denn er ist sozusagen als der Vizekapitän in der Lage dazu, die komplette Crew wieder aufzurufen oder besser gesagt zu kommandieren. Zudem kennt er alle Geheimnisse, die Roger vor der Weltregierung geheim hielt und höchstwahrscheinlich auch, was Roger mit seiner Hinrichtung bewirken wollte. Doch ich bin mir sicher, dass Rayleigh diesen Titel schon viel früher hatte. Wir haben zum Beispiel auch Zoro, der vorher einen etwas schlechten Titel hatte, bevor er auf Ruffy traf. Er wurde Piratenjäger Zoro genannt und das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man bedenkt, Ruffy will sich gerade so eine Crew aufbauen, hat noch nicht mal ein Kopfgeld und trifft sich dann mit einem Kopfgeldjäger, der Piratenjäger Zoro genannt wird. In diesem Blue wird er auf jeden Fall gefürchtet, aber schlussendlich werden sie trotzdem Freunde und schließen sich zusammen, um ihre Ziele zu erreichen. Ich glaube, Rayleigh hat auch in seiner Vergangenheit Schlechtes getan. Er war höchstwahrscheinlich wirklich ein König und führte ein gutes Leben. Wir können das Ganze mit König Riku vergleichen, weil es gibt einige Hinweise zwischen der Don Quixote Familie und Rayleigh. Wir haben zum Beispiel auf Sabaudia Archipel Rayleigh, der einer Meerjungfrau hilft. Zudem haben wir auch Don Quixote Mjosgard, der ebenfalls einer Meerjungfrau auf der Reverie geholfen hat. Zudem war diese Meerjungfrau sogar Poseidon, die antike Waffe. Auch Don Quixote Homing hat etwas, was ihm sehr ähnelt, und zwar hat dieser in einem wirklich großen Anwesen gelebt, nachdem er sich von Mary Joa zurückgezogen hat, und die Leute haben halt dieses Anwesen verbrannt. Aufgrund dessen, dass Tenryubitos in den Augen der meisten Menschen schlecht sind. Bei Rayleigh kann ich mir vorstellen, dass er ein König war, genauso wie Riku, und später verantwortlich gemacht wurde für den Mord an vielen Bewohnern des Königreichs. Was kann der Grund dafür gewesen sein, dass Rayleigh sowas tut? Ich kann mir vorstellen, dass da der Dämon eine sehr wichtige Rolle spielt. Wir haben in One Piece einige Charakter, die einen Dämon in sich drinne verbergen, wie zum Beispiel auch Cavendish, welcher, wenn er schläft,
zu Hakuba wird. Ich denke mal, bei den meisten ist es so, die vorher nicht wirklich einen starken Willen aufgebaut haben, die Haki-technisch nichts drauf haben, dass diese dann von dem Dämon überwältigt werden. Ich denke auch, dass Rayleigh überwältigt wurde und deshalb schlimme Sachen getan hat. Und deshalb wurde er von seinem Königreich sozusagen verscheucht und bekam den Namen der Dunkle König. Und viele vermuten, dass jetzt Mihawk der Sohn von Rayleigh war. Ich finde die Theorie wirklich sehr interessant. Ich würde es auch feiern, wenn Mihawk der Sohn von Rayleigh wäre. Alterstechnisch passt das Ganze. Rayleigh war zu dem Zeitpunkt mehr als nur alt genug, um ein Kind zu haben. Jedoch passt hier eine wichtige Sache nicht. Wir haben nämlich die Thematik mit der Blutgruppe. Und zwar hat hier Rayleigh die Blutgruppe XF und Mihawk hat die Blutgruppe S. Und uns ist bekannt, dass jeder die Blutgruppe seines Vaters erbt. Also kann leider Rayleigh nicht der Vater von Mihawk sein. Warum ich das Ganze erwähnt habe, ist aber, dass Mihawk anscheinend adelige Wurzeln besitzen könnte. Wir haben es auf Kuraigana gesehen. Mit dem Wein und vielen anderen Stilmitteln wollte uns Oda zeigen, dass dieser Charakter daran gewohnt ist, mit Stil zu leben. Wir haben erfahren, dass Mihawk schon zu der Zeit von Roger sich einen Namen gemacht hat als Schwertkämpfer und da fragt man sich natürlich, war er vielleicht auch in einer Piratenbande oder hatte er genauso wie Moria auch seine eigene Crew, denn wir sehen ihn damals bei der Hinrichtung von Goldie Roger, dem Piratenkönig. Diese Hinrichtung war im East Blue, also einer guten Position, um sein Piratendasein zu starten. Shanks war früher zum Beispiel bei der Roger Piratenbande und einige haben die Vermutung aufgestellt, besser gesagt, ich habe damals vermutet, vielleicht war ja Mihawk bei der Piratenbande von Chiki den Goldenen Löwen. Jedoch muss ich das Ganze zurücknehmen. Ich habe mir das Ganze ein bisschen besser überlegt und könnt ihr euch vorstellen, dass Mihawk sich wirklich irgendjemanden untergeordnet hat. So ein Badass-Charakter hat seinen Weg von Anfang an alleine geführt. Vielleicht hatte er irgendwann mal einen Sensei, jedoch ist das selbst Spekulation bei solch einem Mastermind. Wir haben in der Weaver Card erfahren, dass er Hellseher genannt wird. Das spricht dafür, dass sein Vorahnungshaki immens stark sein muss. Zudem besitzt er auch das Black Sword Yoru, was zu den 12 Drachenschwertern gehört. Bisher wissen wir außerhalb von Mihawk nur, dass Ryuma, der Schwertgott, ebenfalls ein Black Sword erreichen konnte. Jemand, der sich nichts sagen lässt und eine Anführerpersönlichkeit darstellt als der beste Schwertkämpfer der Welt, braucht meiner Meinung nach auch das Königshaki. Dieses wird er bestimmt auch besitzen, weil seine Kämpfe gegen Shanks waren anscheinend ebenbürtig. Ich sehe immer wieder, dass einige sagen, Shanks ist vielleicht nicht der bessere Schwertkämpfer, aber er hat andere Attribute, die ihn vielleicht etwas stärker machen als Mihawk. Ich stimme dem Ganzen aber nicht zu. In One Piece gibt es keinen klassischen Schwertkampf, wie wir ihn aus Filmen oder aus Samurai-Erzählungen kennen. Selbst der berühmte Samurai Miyamoto Musashi hat, wenn es sein musste, mit seinen Füßen oder mit seiner Faust gekämpft und das, obwohl er sehr viel von Ehre hielt. Deshalb denke ich auch, dass Mihawk, wenn es sein muss, Tritte oder Schläge benutzt, um seinen Gegner zu besiegen. Stellt euch mal vor, er trifft auf Uses Captain Kidd und sein Schwert wird angezogen in einem Augenblick, wo er gerade nicht aufgepasst hat. Soll man dann etwa jemanden wie Mihawk so einfach umbringen können? Das glaubt ihr wohl selber nicht. Damals waren sie vielleicht gleich stark, doch nachdem Shanks seinen Arm verloren hat, ist er meiner Meinung nach schwächer geworden als Mihawk. Oda hat zwar gesagt, dass Shanks Armverlust nichts an seiner Stärke geändert hat, doch das denke ich nicht. Ich bin der Meinung, dass Shanks nach seinem Armverlust immer stärker wurde, sodass seine aktuelle Stärke als einer der vier Kaiser sein altes Ich mit zwei Armen übertroffen hat. Die Weaver Card sagt, dass Mihawk nach einem Gegner sucht, der stärker ist als Shanks. Natürlich ist Shanks jetzt ein bisschen stärker als damals, jedoch hat auch Mihawk einen Zahn zugelegt und seine Fähigkeiten weiter verbessert. Wen findet ihr aber stärker, Mihawk oder Shanks? Zum Schluss will ich noch zur Rivalität zu sprechen kommen. Wann haben die beiden sich getroffen? Wann sind sie aufeinander getroffen? Ich denke, der Zeitpunkt war die Hinrichtung von Goldie Roger. Nachdem Shanks sozusagen seinen Kapitän verloren hat, brauchte es natürlich neue Hoffnung und diese sah er in seinem Rivalen Mihawk. Schreibt eure Meinung zu dieser ganzen Thematik in die Kommentare. Was glaubt ihr, wer ist Mihawks Vater? Wann haben sich Shanks und Mihawk getroffen? Und wer von den beiden ist stärker? Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.